So, mal moin, weiter geht's mit einem Red Dead Redemption 2 Lore Video. Diesmal geht's um die Bandenmitgliederin, um das Bandenmitglied, wie auch immer, Bessie Matthews. Sie war die Frau von Hosea Matthews. Die heirateten natürlich, aber noch vor dem Beginn von Red Dead Redemption 2. Nach ihrer Hochzeit versuchten die beiden das Leben des Outlaws hinter sich zu lassen. Hosea konnte das aber nicht, weil er innerlich irgendwie wohl immer noch ein Gesetzloser war und dementsprechend immer wieder Morde, Raube, Räube, Raube, keine Ahnung. Er hat halt noch Diebstähle begangen. Irgendwann darauf starb dann die Frau, Bessie Matthews. Und nach dem Tod von Bessie wurde Hosea Alkoholiker, vorübergehend aber nur. Er trank für ein ganzes Jahr lang, laut der Website. Ich kann selber nichts dazu sagen. Ich habe das Spiel gespielt und nicht viel mehr herausgefunden. Ich habe auch kein Alter oder so zu der Dame herausgefunden. Ich verlinke euch nochmal die Website, wo ihr das nachlesen könnt, in der Videobeschreibung. Und dann würde ich schon sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.